Hallo und herzlich willkommen zu BeTheChange.World. Mein Name ist Robert. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal ansprechen soll, Freunde. Einige sagen mir, jetzt ist eher das zu spät. Würden nicht jetzt, gerade in dem Moment, mich noch so viele Menschen erreichen, die im Leben auch viel erreicht haben, die jetzt ihre Firmen zumachen, die ihre Häuser verkaufen, die mit ordentlich Kohle nach Peru kommen, wenn diese Leute jetzt ihre Sachen packen, die es im Leben zu sowas wie Wohlstand, manche zu Reichtum gebracht haben, die für sich etwas aufgebaut haben, die das alte Leben jetzt verlassen. Wenn es diese Menschen nicht gäbe, würde ich jetzt, glaube ich, die Klappe halten, einfach weiter auf die Baustelle gehen. Aber dieses Thema muss ich jetzt noch ansprechen, Freunde, denn jetzt fliegt euch die Scheiße endgültig um die Ohren. Diesen Winter geht es jetzt richtig, richtig los. Ich habe die ganze Geschichte schon letztes Jahr kommen sehen. Das Jahr war noch Geplänkel, es ging noch darum, Leute zu markieren mit Substanzen, die dann Bluetooth-Strahlen abgeben und eine MAC-Adresse haben. Leute, es ist sehr viel ans Licht gekommen, was da gerade vor sich läuft. Die meisten wissen es schon, die meine Videos schauen. Noch einmal der Appell an euch, Freunde, die Ignoranz, ich kann es auch meinen eigenen Familienangehörigen sagen, die Ignoranz, Freunde, wird euch umbringen. Jetzt ist die Zeit gekommen, das sinkende Schiff Deutschland zu verlassen, endgültig. Aber rucki-zucki. So schnell wie möglich raus da. Es geht nicht mehr ums Auswandern, Freunde, es ist Flucht. Flucht vor der großen Flucht, wenn dann alle weg wollen. Ja, ich höre mal wieder, ja, wenn es dann soweit ist, dann hole ich mir noch ein Lufthansa-Ticket. Dann fliegt nichts mehr, Freunde. Dann sind die Flieger am Boden. Sobald sich der Krieg mit der Ukraine vergrößert, halb Europa dann mit drin ist, fliegen sowieso keine Flugzeuge mehr. Das kommt noch da oben drauf. Über Wirtschaft können wir uns gerne auch unterhalten. Wie viele Tage gibt es dem Ganzen noch? Wie viele Wochen? Einige noch Monate, wollen wir Wetten abschließen? Einige der reichsten Investoren der Welt hauen gerade alles raus. Ja? Alles weg. Machen nur noch Put-Optionen, machen nur noch Sale-Optionen auf irgendeinen Scheiß, wo die wissen, dass es in Bach runtergeht. Ja? Wetten gegen das System. Liebe Freunde, jetzt ist endgültig der Zeitpunkt gekommen, seine sieben Sachen zu packen. Ich verspreche nicht, dass Peru das Paradies ist. Das ist die Wahl, die ich getroffen habe nach langer Weltreise. Und ich fühle mich hier pudelwohl. Hallöchen, Kleiner. Ich fühle mich hier weiterhin pudelwohl. Ich bin sehr fleißig. Ich liebe mein Leben. Ich liebe das, was ich tue. Ich tue das vom Herzen. Wir bauen hier gerade ein Selbstversorgerdorf auf für die, die meine Videos noch nicht kennen. Ja, wir machen sehr große Fortschritte. Bauen gerade drei Häuser gleichzeitig mit zwei Bautrupps. Und parallel wird Holz geschnitten für die nächsten. Also wir geben hier Vollgas. Es kommen sehr talentierte Menschen zu mir. Zwei Tischlermeister haben sich angemeldet, zwei Zimmermannmeister haben sich angemeldet. Es kommt nochmal Qualität hier rein. Wie viel Zeit uns noch bleibt, weiß ich nicht, Freunde. Deswegen geben wir hier Vollgas. An alle, die bis heute überhaupt nicht verstehen, was mit euch los ist. Die diese 2,5 Jahre in Schockstarre sind oder mit Depressionen kämpfen. Oder irgendwie sich das Ganze schönreden. Ja, einfach sich das noch, oh ja, ich will das alles nicht sehen. Ich gehe lieber hier ein Käffchen trinken, hier zum Friseur und dann gehe ich hier in die Promenade, guck mir an, wie die Möwchen fliegen, sammle ein paar Steine, Freunde, dafür ist keine Zeit mehr. Jetzt geht es darum, sich in Sicherheit zu bringen. Denn euer Haus brennt. Ihr könnt weiter auf der Couch sitzen bleiben. Der Tisch, wo der Fernseher draufsteht, der brennt zwar schon. Ihr könnt dann sagen, oh ja, ist noch nicht so schlimm, der Fernseher läuft noch, ich bleib noch auf der Couch sitzen, dann fängt die Gardine, fängt Feuer und irgendwann brennt die ganze Kacke. Ihr könnt da so lange drin bleiben, bis der Fernseher läuft und ausgeht und auch dann noch sitzen bleiben, wenn ihr zu faul seid. Die, die noch ein bisschen Grips im Hirn haben, Leute, packt eure sieben Sachen ab nach da, wo ihr glaubt, bessere Chancen zu haben als in Deutschland. Deutschland geht vor die Hunde, Europa wird gerade bewusst vor die Hunde gefahren. Die Zeit ist abgelaufen. Viele sagen mir, ja, ich will erst nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob es klappt, Freunde. Ich habe hier Kandidaten da, die sagen, ich komme eventuell nächstes Jahr, aber ich habe schon ein Grundstück, ich habe es schon bestellt und da steht schon ein Häuschen und wartet auf mich. Ja, das sind die, die da ein bisschen vorsorgen. Ich kann euch nur sagen, Freunde, ihr habt keinen Bock auf kalten Winter bei euch in der Bude. Ich weiß nicht, wie warm es wird, wenn kein Licht da ist, wenn kein Strom da ist. Die machen das absichtlich. Das passiert nicht, weil der böse Russe irgendwie kein Gas mehr durch die Leitung schickt. Das ist eine Agenda, die da läuft, Freunde. Das ist eine Agenda und das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Das ist gesunder Menschenverstand, sich das einfach mal anzusehen um sich herum. Mit einem klaren Verstand, wenn mal zu merken, was da gerade los ist und was da gerade schon passiert ist. Eins und eins zusammenzuzählen. Wer das nicht kann, liebe Freunde, ich wünsche alles Gute für euch. Ich bete für euch. Ich hoffe, es geht irgendwie gut aus für uns. Wir machen weiter auf der Baustelle. Ich drehe jetzt ein Video von dem gesamten Bauvorhaben der nächsten 10 Tage.
Kann sein, dass es bis dahin nichts von mir zu hören gibt, aber danach gibt es wirklich ein schönes Video, eventuell auch ein paar Zeitraffer-Sequenzen, wie wir Dinge aufbauen und wie einfach man es sich gemütlich in der Natur machen kann. 100% autark ist unser Ziel. Wir haben eigenes Wasser. Wir beziehen Strom über Solar. Wir könnten noch mit einer Wasserturbine arbeiten. Wir werden die ganze Geschichte jetzt aufstocken. Wir holen uns einen Bagger, wir holen uns einen Unimog, wir holen uns mehr Maschinen. Es kommen mehr Leute mit Skills. Wir werden uns noch ein paar Hunde zulegen. Ja, wir haben drei wunderschöne große Hunde, die das Grundstück bewachen. Man macht sich das hier im Wald gemütlich, weil das System kollabiert. Nicht nur, weil man Bock drauf hat. Ich habe die Sache jahrelang im Voraus auch schon erzählt. Ihr könnt nicht sagen, oh du Spinner, hast mir da erzählt und das alles nicht wahr geworden. Vielleicht schalte ich nochmal die Sequenz rein hier in dieses Video, von meinem Video von 2,5 Jahren, als die ganze Scheiße losging. Da habe ich nämlich euch erklärt, was die Konsequenzen dieser ganzen Corona-Geschichte sind. Ja, guckt doch mal rein. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los, liebe Freunde. Das Endgame der New World Order hat begonnen. Was bei euch jetzt ansteht, ist, dass die Panzer, dass die Bundeswehr im Inland die Kontrolle übernimmt. Die Gesetze haben sie vor mehreren Jahren, ich glaube 2016, dafür schon erlassen, dass im Krisenfall die Bundeswehr übernimmt. Das bedeutet, es wird Kriegsrecht in Deutschland geben. Es wird Chaos ausbrechen. Die meisten sind darauf nicht vorbereitet, was es bedeutet, wenn man Hunger hat und zum Supermarkt geht und da gibt es nichts mehr. Es ist im Drehbuch nicht geschrieben, dass es gut gehen soll. Es soll jetzt das alte System gegen ein neues ersetzt werden. David Rockefeller hat 1994 beim Council of Foreign Relations einen Satz von sich gegeben, den ich immer wieder gerne zitiere. Die Welt steht vor einem gewaltigen Umbruch. Alles, was wir brauchen, ist die eine große Krise und die Nationen der Welt werden die neue Weltordnung akzeptieren. In seinen Memoiren auf Seite, ich glaube, 404, ich schalte es in die Kommentare unten, schreibt er schwarz auf weiß in seinem eigenen Buch. Schreibt er, dass er immer wieder, er und seine Familie, immer wieder bezichtigt werden, eine neue Weltordnung zu installieren und an einer riesigen Weltverschwörung beteiligt zu sein. Und dieser Mensch schreibt offen in seinem Buch, das kann man nachlesen, wenn das die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig und ich bin stolz drauf. Liebe Freunde, die Informationen sind da draußen. Die, die meinen Channel kennen, wissen, ich setze auf Selbstversorgung. So dass ich jetzt hier gerade im Hühnerareal bin. Die haben mir 24 Stunden lang frisches Wasser durchlaufen. Und ich gehe mal schauen, wie viele Eier in den Nestern sind. Hier ist der kleine Teich, den sie noch haben. Hier sind unsere Gänse, Bonnie und Clyde. Lieber Marvin, siehst du, deinen Gänsen geht's gut. Und schauen wir mal in die Körbchen. 2 Eier hier, 8 Eier da, 9 Eier da und da oben sitzt noch eine drin. Das sind die 2 neuen Hähnchen, die ich heute bekommen habe. Fühlen sich hier wohl. Ich habe denen hier ein kleines Paradies eingerichtet. Die sind sehr gern hier drin, gehen auch gerne raus. Gell? Schönes Haus habt ihr hier, ja? Sich selbst zu versorgen ist schon ein sehr geiles Gefühl, Freunde. Es ist ein super geiles Gefühl, die Früchte seiner Arbeit selbst zu ernten, sich die Speisen selbst zuzubereiten oder roh zu essen. Bei diesem Mangobaum dauert das vielleicht noch ein Jährchen und dann werden da die ersten Mangos dran hängen. Hallo Kätzchen. Die sind immer gern dabei, wenn ich hier rumlaufe. Ja, vermissen mich natürlich auch, die sind größte Zeit hier alleine. Ich habe hier ein selbstlaufendes System erschaffen. Ja, ich kann hier 5 Tage nicht da sein und es läuft. Ich komme nach Hause, den Kätzchen geht's gut und keine Mäuse und keine Ratten in der Wohnung. Ja, die sind darauf trainiert, alles wegzufuttern, was hier rumläuft, was man nicht so im Haus haben will. Die Hunde halten die größeren Gefahren fern, seien das Menschen oder größere Tiere, sodass man hier sich mit ein bisschen Grips kann man sich hier ein System installieren, was selbstlaufend ist. Das ist das Ziel von Permakultur, dass man einfach kommt und erntet. Ja, meine Bananen hier zum Beispiel, die sind einfach da. Ja, ich dünge sie nicht, ich mache da nichts mehr. Ja, früher habe ich jetzt noch diese alten Blätter abgezupft, habe ich jetzt auch sein gelassen. Das ist einfach eine ästhetische Geschichte. Ob da jetzt ein paar tote Blätter nach unten noch dranhängen oder nicht, ändert nichts daran, dass da irgendwann Früchte getragen werden. Und so habe ich von diesen Stauden gute 500 Stück. Wenn ich Lust habe, ernte ich mir eine Banane, frittiere sie mir,
mache mir daraus Mehl, kann mir daraus eine Pizza backen. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Letzte Woche haben wir zum ersten Mal auf dem Grundstück, auf dem Dorfgrundstück, Lebensmittel geerntet. Ich habe eine Yucca geerntet, ich habe Süßkartoffeln geerntet und ich habe Pituca geerntet, die Wurzel Taro. Und einfach dieser Genuss dieses Essens, wo man ganz genau weiß, mit was hat man es gedüngt, hat man es überhaupt gedüngt, wie viel Energie hat man reingesteckt, wie ging es der Pflanze, und dann isst man das, das hat eine ganz andere Qualität, Freunde. Ich nenne das Leben. Zu Hause in der Matrix war ich nicht happy, für die, die es nicht wissen, ich bin Tischlermeister, 2010 meinen Meister gemacht, bin lange in der Welt rumgegurkt und jetzt baue ich hier Holzhäuser für Menschen, die ebenfalls so leben möchten. Einfach mit der Natur, minimalistisch, aber happy, abseits von all diesem Wahnsinn. Ja? Und es uns so schön auf dem Grundstück machen, dass man hier gar nicht mehr runter will. Alles, was man noch machen muss, ist dieses wunderschöne Stückchen Garten zu verteidigen. Mit seinem Leben. Ja? Das ist hier so, wie es auch früher mal war. Kommen irgendwelche Piraten, wollen es einen wegnehmen. In diesen Zeiten sind wir hier. Ich denke, und ich weiß hundertprozentig auch, hier in Peru habe ich viel bessere Chancen als in Deutschland. Erstens, hier ist immer warm. Wenn dreht mir der Russe jetzt das Gas ab, lache ich drüber. Ich heiz mit Holz, wenn ich Lust habe. Koche ich mir einen Kaffee. So mache ich Kaffee. Ja, so koche ich mir was zu essen. Unten ein Feuerchen gemacht. Und hier kommt der Kaffee raus. Ich glaube, ihr könnt mir nicht vorwerfen, so ziemlich alles gesagt zu haben. Ja, jetzt ist wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, keine Tipps mehr zu geben zum Auswandern. Jetzt ist echt nicht mehr viel Zeit. Jetzt ist kurz vor Rette sich, wer kann. Wer kann, der sollte seine 7 Sachen packen und sich aus dem Epizentrum der Krise, für mich ist es Deutschland, und zum dritten Mal wird in den Geschichtsbüchern stehen, dass Deutschland die Schuld an diesem kommenden Desaster hatte. Das ist nur eine Prognose am Rande. Es geht mir nicht darum, dass ich schon viel Recht behalten habe und wahrscheinlich auch Recht behalten werde. Es geht mir darum, dass ihr kluge Entscheidungen trefft für euch und eure Familien. Nicht Peru ist das Paradies, aber die Möglichkeiten, die man hier hat, sind viel höher als in Deutschland. Man kann sich hier selbst versorgen, abseits der Großräume leben. Man kann sich zusammentun, so wie wir es hier tun. Man kann eventuell bei uns in der Gegend noch ein Grundstück erwerben. Ich bin in Kontakt mit vielen Nachbarn, die mir noch hier und da was anbieten. Auch wenn wir oben bei uns auf dem Dorf erstmal voll sind. Ich muss es nochmal erwähnen. Weiterhin kommen viele Zuschriften. Manche Leute sagen, es ist mir egal, ich komme trotzdem vorbei, will es mir anschauen. Wer hier ist, hat bessere Chancen, noch was zu bekommen. Übers Internet kann ich euch nichts verkaufen, weil momentan nichts da ist. Viel zu tun, Freunde. Ich freue mich auf tatkräftige Unterstützung. Ich freue mich auf Menschen mit Skills, die herkommen, die auf die Baustelle gehen, die sich schmutzig machen, den Hammer in die Hand nehmen, die mithelfen. Zusammen sind wir stärker. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Herzliche Grüße aus Peru. Bis bald hier vor Ort. Euer Robert. Ciao, ciao.